Das erste Live-Interview während eines Fußballspiels mit dem Trainer am Spielfeldrand. Sagen Sie ganz kurz Ihren Namen und wie es zu diesem Spiel gekommen ist. Mein Name ist Paul Delia. Ich bin Angestellter als Flüchtlingsbetreuer und Koordinator Dolmetscher bei Rote Kreuz in Zeltstadt Senn. Und ich habe, die Flüchtlinge sind gekommen vor 2 Wochen und habe ich mir gedacht, ein neues Projekt. Durch Fußball gibt es Integration, gibt es auch Möglichkeit zu beschäftigen, statt in Zeltstadt den ganzen Tag zu bleiben. Dann habe ich gefragt und habe ich eine Mini-WM in Kleinfeld innerhalb von Zeltstadt organisiert. Da waren 9 Mannschaften gemeldet und hatten verschiedene Länder gegeneinander gespielt. 3 Stunden viel Spaß, Zuschauer. Wer ist Weltmeister geworden? Ist der Gruppe aus Syrien. Okay. Syria 2016, Zeltstadt Selmbor, okay. Haben wir genannt. Ja. So, wir haben einen Ball als Pokalgewinn geschenkt von unserer Seite. Und dann, ja, dann habe ich die beste Spieler gewählt und habe ich 2 Mannschaften gegründet. Erste Mannschaft und zweite Mannschaft. Und heute sehen Sie jetzt, erste Mannschaft spielt jetzt von Anfang an, zweite Mannschaft steht draußen. Die hatten Spaß am Fußball. Wir haben eine Kooperation mit PSV Borg sehr schön organisiert, über die Bühne gekriegt. Und dann haben wir jeden Tag trainiert im Sportplatz von PSV Borg. Wie lange ging das jetzt? Seit 7 Tage geht die Mannschaft zusammen. Mhm. Dann, ich habe meine Trikot von meiner frühen V1, wo ich war, SV Hohenheide heißt, ist drauf. Ich bin erster Vorsitzender von SC Freudenberg Hohenheide. Wo ist das? Oh, jetzt. In Freudenberg. In Freudenberg, okay. So, und dann habe ich die Trikot von mir geholt, die Lüftungsspiel, wie nennt man das? Und heute hat der Stadt Selm uns die Schuhe gekauft und geschenkt für die Spieler, neue Schuhe. Ja, so sind wir gekommen bis jetzt hier. Ja. Und die zweite Mannschaft kommt jetzt gleich nach der Halbzeitpause oder wird so fliegend gewechselt? Nein, Fliegenwechsel werden wir machen. Später werden wir mit zweiter Mannschaft noch ein Freundschaftsspiel organisieren. Und man sieht, die sind unheimlich talentiert, die Jungs. Ne? Also sehr, sehr schnell am Ball, auch gedankenschnell, sehr technisch versiert. Oder ist das jetzt nur mein falscher Eindruck? Nein, nein, das ist richtig. Sie schätzen ganz richtig, professionell sogar. Ja. Das ist die Spieler hatten auch hoch gespielt in ihre Länder, von die kommen. Die kommen aus Afrika, sehen Sie, sind eine Menge von denen. Die kommen aus Syrien, aus Irak, aus verschiedene Länder und guck mal, wie die schön spielen jetzt. Meine Güte, jetzt muss rein! Meine Gott! Das ist schon die 4., 5. gute Torschance, die ja, da jetzt aber knapp wie vorbeigegangen ist. Ne? Wie? Ja. Und jetzt spielen die ja hier gegen die so eine gemischte Mannschaft. Gemischte aus Mannschaft Borg, von zweite Borg. Mannschaft, A-Jugend. Ja, A-Jugend auch, welche von erster Mannschaft, aber eine gemischte Mannschaft. Und das hat der PSV dann so bestimmt? Oder hat er so bestimmt, hat den wollen die so machen. Gegen erste PSV Borg wäre vielleicht ein bisschen, die sind eingespielte Mannschaft und die spielen ganz oben in der Kreisliga Gruppe 2, Kreisliga A. Dann wäre ein bisschen nicht der Spaß mehr. Und die hatten ein bisschen Spaß. Die können mithalten und die können zeigen so. Sogar die beste Chance hat bis jetzt die Mannschaft von Flüchtlingen, oder? Ja, das stimmt. Jetzt wird auch 90 Minuten richtig gespielt, 2x45, oder? Ja, ja, 2x45 wird gespielt. Ich werde aber auch wechseln. Ist das Fußballprojekt dann aber beendet? Nein, wir machen weiter. Dieses Projekt, wir wollten behalten. Können Sie denn hier dann auf dem Platz ja, trainieren? Ja, aber heute haben wir mit dem Leiter des Einrichtung, ich habe eine Idee gebracht, mhm, dass wir vorschlagen, in der Region bis ins Ansberg, dass wir eine Meisterschaft mit der Flüchtlinge organisieren, landesweit. Also unterschiedliche Unterkünfte gegeneinander. Und wir werden bereit auch hier organisieren und wir übernehmen die Organisation und die Gestaltung und so weiter. Wäre das das wäre ein Turnier dann? Ein Turnier wäre das. Das wäre ein Vorschlag. Wenn das zur Bühne kommt, muss der Leiter entscheiden. Dann gehe ich mal zum Leiter. Ja, dann gehen Sie zum Leiter und da ist auch der Vorsitzende der Kreissportbund. Stimmt. Das ist sehr gut. Jetzt gehe ich zum Einrichtungsleiter. Herr Kirchner, das war jetzt die Idee von unserem Trainer hier, möglicherweise mal so ein Refugee-Turnier zu veranstalten. Haben Sie heute auch zum ersten Mal gehört wahrscheinlich, ne? Ja, zum ersten Mal. Wie finden Sie das, dass hier stattfindet und auch die Ideen? Ich finde die Ideen gut, die Ideen finde ich gut, weil damit zeigen wir ja auch als Notunterkunft Selm, dass wir was gestalten können, dass wir es machen auch für die Bewohner. Und wie man sieht, haben die ja auch richtig, sag ich mal, Spaß. Ne? Und die müssen sich nicht verstecken gegenüber dem PSV Borg. Ne? Genau, Sie beobachten das hier am Spielfeldrand. Ich würde mal sagen, die Spielanteile sind 60-40 und die Chancenanteile 80-20. Für Ihre Truppe, oder? Wenn Sie das so sehen, ja. Ein Tor wird noch fehlen, für, ist egal für welche Seite, ist wahrscheinlich noch besser, aber wir haben höhere Spielanteile. Momentan ist es Einbahnstraßenfußball.
So, dann ist hier der Vorsitzende des Kreissportbundes, ist richtig. Ja. Ich mache hier jetzt gerade mal ein Live-Interview für die Wohnnachrichten. Sie gucken sich das hier heute an. Wie kommt das? Wie kommt das? Weil der Paul Dahlay, der hier, Dahlay, den kenne ich ja aus dem Frontenberger Bereich, den ist von ungefähr 30 Jahren. Der hat also manchen Verein gecoacht, Frontenberg, Hohenheide, und wir haben immer wieder Schnittmengen. Und der rief mich an und sagte, hör mal, wir machen da was ganz Tolles und komm mal vorbei, guck dir die Jungs an, die haben was drauf. Ja, da ich Zeit hatte, bin ich jetzt hierher gekommen. Das will man Besseres, an frischer Luft und bei gutem Fußball. Ne? Wie gefällt Ihnen das jetzt? Was mir noch fehlt, ist eine Bratwurst und ein Bier hier. Ja, das kommt wahrscheinlich noch. Wie gefällt Ihnen das Spiel jetzt so? Und die Idee auch, die dahinter stehen? Die Idee finde ich auch gut. Aber dass hier bei der DRK, bei der Einrichtungsleitung sowas läuft, ist mir bekannt, weil ich ja auch seitens des Kreissportbundes das Flüchtlingsthema Sport mit Flüchtlingen belege. Von daher haben wir auch schon Schnittmengen gehabt, schon im letzten Jahr. Und ich finde es das klasse, dass jetzt solche Sachen dabei passieren. Jetzt müssen wir mit Borg nochmal sprechen. Ich weiß nicht, ob die schon entsprechende Fördermaßnahmen beantragt haben. Es gibt ja für solche Mittel oder für solche Veranstaltungen Mittel vom Verband und auch vom Landessportbund. Und das muss man natürlich unterstützen. Da denken Sie dann auch eher so an so eine Turniergeschichte oder an eine feste Mannschaft, die hier trainieren kann? Es gibt ja auch Geld für solche Sachen. Ja. Wenn man hier ein Projekt auflegt, gibt es ja auch Geld für diese ganze Geschichte. Wie man das nachher dann anlegt oder was man damit treibt, ist ja auf einem anderen Blatt Papier. Ob man das in Equipment steckt oder in soziales Leben, das muss man ja selbst entscheiden. Das kann der Verein ja dann gerne tun. Und Sie würden den PSV da ein bisschen unterstützen? Aber gerne. Wenn Sie sich an den Kreissportbund wenden, will ich denen gerne Tipps geben. Gibt es sowas Ähnliches im Kreis oder schon mal eher, oder ist das ziemlich einzigartig? Ja, in Frontenberg macht der Pall ja auch so ein Turnier. Der macht da auch so ein, nicht ein Benefits-Turnier, sondern ein Schulturnier. Und das wird jetzt, glaube ich, im Mai oder Juni sein. Und da bin ich auch schon mal ganz gespannt. Das macht er in Verbindung mit dem SV Bausenhagen.